Hey, ich bin Timo und ich finde, diese Parfums hier verdienen mehr Hype, viel mehr Aufmerksamkeit. Natürlich, ihr seid Spezialisten, ihr kennt den einen oder anderen, aber da draußen, in der realen Welt, da wird man eher ratlos hineinblicken und sagen, what? Noch nie was von gehört, ne? Und das versuche ich zu ändern, mit meinem kleinen Kanal. Das kannst du ja ändern. Wegen mir den Soundfall, ja, verstanden? Gut, freut mich, wenn du neu bist. Okay, cool. Ich weiß, Zeit, Geld haben wir alle nicht, also lassen wir direkt anfangen, ne? Ab geht's. Beginnen möchte ich mit Infrared, das EDT. Ja, das EDP ist auch ganz neu am Start, checke ich natürlich auch für euch, das heißt, ne, Folgen lohnt sich. Das EDT allerdings, das ist richtig, richtig gut. Steht im Schatten vom Spice Bomb bzw. Spice Bomb Extreme. Aber der ist richtig schön. Der ist süß, wie man das kennt von der Spice Bomb Reihe. Der ist würzig, wie man das kennt, aber er ist dazu fruchtig. Ne? Der hat so einen roten Apfel hier drin. Den habe ich mal zum, wie sage ich das vorsichtig, zum Saufen genommen. Ne? Kam ein Kumpel zu mir und meinte, oh, du riechst aber gut. Was habe ich getragen? Den hier. Der ist richtig, richtig gut. Das heißt, du brauchst vielleicht so einen Clubduft. Vielleicht sollst du den auch zum Date nehmen. Dann kann ich mir den echt gut an dir vorstellen. Warum nicht? Und so sehr gehypt ist er nicht. Von daher, Nase ran kann ich hier nur empfehlen. Der verdient immer viel mehr Aufmerksamkeit. Den finde ich zum Beispiel besser als die Ursprungsvariante. Mhm. Also, Nase ran, falls du ihn nicht kennst und wenn es für dich interessant klingt, ist ein Check wert. Bei diesem Duft hier, da ärgere ich mich so, dass ich bei Parfumo im Sub nicht zugeschlagen habe. Ärgert mich, aber er wird noch in meiner Junggesellenbude einziehen, dieser Duft, gerade zum Herbst hin. Da muss ich ihn einfach haben. Ich meine, und das ist ein Unisex-Duft, also Ladies, die hier zugucken, könnte auch was für euch sein, von Celine Black Tie. Oh, der ist richtig schön. Der ist süß, sanft, vanillig. Dazu eine richtig schmeichelnde, weiche, zum Dahinkuscheln hafte Iris und Butter. Auch so, ja, er ist auch cremig dazu und das nimmst du zum Date, selbst wenn du so ein bisschen hübscher angezogen bist dazu. Den kannst du auch casual nehmen oder ins Büro, der passt wirklich immer, wenn es Herbst ist, wenn es Winter ist, der hat schon so eine gewisse Tiefe, der passt jetzt nicht so in den Sommer rein. Okay, deswegen ist das jetzt für mich auch kein Schnellkauf jetzt, weil jetzt wird es ja Sommer, hoffentlich. Aber der ist so zum Dahinschmelzen. Falls du einen Date-Duft suchst, jetzt schon mal deine Dates planst für Herbst, Winter, ja, hier mal auschecken, der ist sowas von kuschelig, ja, so ein richtiger Feel-Good-Duft. Und das kann man im Herbst, Winter auf jeden Fall brauchen, ich auch, und deswegen kommt er auf jeden Fall noch. Celine Black Tie, oh, geiles Ding. Kommen wir zu Sergeov. Und welche Parfums fallen dir da ein? Ja, Herbapura, Naxos, noch jemand was? Uden, genau, ja, Torino 21, mhm. Und du? Okay. Was ist mit dem hier? Uden Overdose? Hm. Haben nicht so viele auf dem Zettel. Ich ändere das natürlich. Der Hype könnte wirklich größer sein, denn das ist ein sexy Alltagsduft. Absolut. Ein Mix aus, vielleicht klingt es ein bisschen crazy, aber ist so meine Meinung. Der hat dieses frische Wäsche-Feeling vom The Dreamer, von Versace. Liegt wahrscheinlich an der Tabakblüte. Und diesen sexy Twist von One Million. Wer diese beiden Düfte liebt, abgöttisch feiert, der sollte den schon mal gecheckt haben. Ah, mit Kaffee, Tabakblüte, das ist schön. Den nimmst du auch im Alltag. Der beim Date kommt auch gut an, habe ich auch schon ein paar Komplimente bekommen. Ja, der ist toll. Uden Overdose ist ein Check wert, wenn ihr sexy, fresh daherkommen wollt. Egal wann und wo. Kümmern wir uns mal um den Sommer. Vielleicht suchst du einen Sommerduft, den nicht jeder trägt. Okay, vielleicht könnte das hier was für dich sein. Jacques Fath Curaçao Bay ist Unisex, also auch was für Ladies, die nach Sommer und Urlaub riechen wollen. Ja, der hat so eine tropische Insel irgendwie in sich. Ne? Der ist grün, hat aquatische Noten, das Ganze mit Zitrus ummantelt. Das ist richtig, richtig schön. Riecht auch so ein bisschen ähnlich wie der Squid, falls ihr den kennt, nur ohne diese Tintennote. Falls ihr den Duft mögt, aber sagt, ah, diese Tinte da drinne, nicht so mein Ding, der wird euch dann gefallen. Hundertprozentig. Richtig schön für Sommer.
Ja, oh geil. Ohne Witz, ich wollte ihn erst verkaufen letztes Jahr und bin jetzt froh, dass ich es nicht getan habe. Der ist geil. Wenn es richtig knallig heiß ist, den raufmachen, das kann richtig entspannt geil kommen. Habe ich selten benutzt, werde ich aber ändern. Kennt ihr das? Ihr habt ein Parfum lange nicht mehr gerochen und denkt so, war okay. Und jetzt denke ich mir, wie geil der ist. Cool. Curaçao Bay, Geheimtipp irgendwie. Und der hat mehr Hype verdient, finde ich. Auch günstige Düfte verdienen mehr Hype. Und ja, ich weiß, ich hau gleich direkt mit den Nachteilen raus. Etwas synthetisch und die Haltbarkeit ist nicht so übertrieben gut. Okay. Warum stelle ich ihn trotzdem vor? Die Duftdiener ist nice. Der riecht wie Eiswürfel mit Zitrone bzw. Mandarine, also Zitrus so. Ist echt schön, ja. Den nimmst du wirklich fürs Gym. Oder wenn du irgendwie mal zwischendrin irgendwo hin musst, dann passt der im Sommer sehr gut. Das ist nämlich Jimmy Choo Man Ice. Ja, er riecht wirklich auch nach Eis. Und das ist schon so ein bisschen unique, finde ich interessant. Ist auch mal was anderes und es ist sehr erfrischend, ja. 30 Grad, 40 Grad, den raufballern. Da musst du bei der Hitze sowieso ein paar Mal nachsprühen, weil es so heiß ist und du am Schwitzen bist wie, keine Ahnung wie. Finde ich nice. Und 50 ml habe ich schon so für unter 30 oder meist so 30, 35 Euro gesehen. Ist dann schon mal ganz cool oder nice, wie Eis. Auch hier bin ich ehrlich und ich hau direkt die Nachteile raus. Viel zu teuer. Haltbarkeit ist nur okay. Solltest du den günstiger kriegen und hast eine, ja, Alternative vor Augen zum Lost Sherry in etwas männlicher, dann vielleicht eher hier. Hm? Sherry Smoke, der riecht nämlich wie, ja, Kirschen auf geräuchertem Holz. Das ist ein sehr cooler Twist, finde ich sogar besser als Lost Sherry. Aber, ich habe es ja schon gesagt, ist irgendwie vielleicht noch viel zu teuer. Wenn der Preis hier purzelt, der sich ein bisschen beruhigt hat und du diese Lost Sherry DNA magst, aber denkst, ah, ist mir ein bisschen zu weiblich, willst du ein bisschen männlicher haben? Okay, cool. Auch für Frauen natürlich tragbar, aber gerade für euch Kerle, die ja so ein bisschen männlicheren Twist haben wollen. Ja, einen männlichen Kirschentwist. Dann den hier. Verdient mehr Hype, geht ein bisschen unter, der kam dieses Jahr raus, aber wahrscheinlich hat er nicht so viel Hype wegen dem Preis und der Okay-Haltbarkeit. Könnte man ein bisschen besser regeln, dennoch, ich finde, der verdient ein bisschen mehr Hype. Sherry Smoke. Kommen wir zu Versace. Welche Parfums fallen dir da ein? Hm? Dylan Blue? Genau, Eros, klar. Mit all seinen Flankern, ne? Flame und so. Mhm. Ja? Ah, Blue Jeans. Ja, klar. Mhm. Ja? The Dreamer, natürlich. Mhm. Ja, All Fresh, genau. Ja. Ja, und was ist hier mit dem hier? Oud Noir, ne? Haben viele nicht so auf dem Zettel. Ich weiß, hat schon 10 Jahre auf dem Buckel, aber ich finde, der verdient einfach mehr Hype. Wenn du was holzig-würziges haben möchtest, dann den hier. Ich weiß, die Manu gehen hier auseinander, aber suchst eine Alternative zu Oud Wood. Der hat auch Kardamom, der hat auch Oud, auch dieses gewürzige Gemisch hier. Dann könnte das was für dich sein. Er geht so grob, aber wirklich grob in diese Richtung hinein, ne? Er ist aber geil. Gerade für die Schule, für den Alltag, da sehe ich ihn. Und viele sehen ihn nicht. Von daher, ja, ein bisschen mehr Hype könnte der schon noch kriegen, ne? 100 ml, so 70, 80 Euro, das geht ja auch noch. Von daher, warum nicht der hier? Ich finde, mehr Hype hat er verdient. Oud Noir. Und jetzt möchte ich von dir wissen, welches Parfum verdient deiner Meinung nach mehr Hype, mehr Aufmerksamkeit? In die Kommentare damit. Und ich denke mal, ich werde noch so ein, zwei Teile davon machen, denn es gibt doch einige Parfums, die mir jetzt noch einfallen würden. Zum Beispiel, egal, sage ich nicht, dafür ist ja der nächste Teil da. Und deswegen hast du ja auch abonniert, einen Daumen nach oben dagelassen. Das ganze Paket einfach, wie sich das gehört. Also, macht noch einen schönen Tag, wir sehen uns bald wieder. Und bis zum nächsten Mal. Dein Parfum-Hype-suchende Ameise Timo. Bis bald.